Das war's. Nach 9 erfolgreichen Jahren kehrt Schlagerstar Francine Jordi der ARD Silvestershow den Rücken. Endgültiger Schlussstrich. Nach einer langen und erfolgreichen Zeit als Gesicht der ARD Silvesterunterhaltung hat Francine Jordi ihren Abschied von Die große Silvestershow angekündigt. Francine Jordi, bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte und herzliche Moderation, hat das Publikum über fast ein Jahrzehnt in das neue Jahr geführt. Die Sängerin und Moderatorin, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum auf der Bühne feierte, überraschte ihre Fans jetzt mit der Nachricht, dass sie ihre Rolle in der Silvestersendung niederlegen wird. Seit 2015, als sie die Nachfolge von Andy Borg antrat, war Jordi ein fester Bestandteil des Musikantenstadels und später der jährlichen Silvesterfeierlichkeiten. Mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram erklärte Jordi ihre Entscheidung, ihr Lieben, nach 9 Jahren Freude, Spaß, Erfahrung, Reife, Freundschaften, Herausforderungen, Leidenschaft und Prosit Neujahr, habe ich mich dazu entschlossen, das Team der Produktion, die große Silvestershow, in ARD, SRF und ORF als Moderatorin zu verlassen. Sie drückte ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber den Produktionsteams und ihren Moderationskollegen aus, darunter Alexander Matzer, Jörg Pilawa und zuletzt Hans Siegel, den vielen aus Der Bergdoktor kennen. Jordi betonte, dass ihre Zeit bei der Show ein großes Geschenk gewesen sei und dass sie die vielen wunderbaren Momente und Begegnungen stets wertschätzen wird. Dennoch fühle sie, dass es nun Zeit für mich weiterzugehen ist, um sich neuen medialen Herausforderungen und ihrer musikalischen Karriere zu widmen. Das Publikum der ARD und Fans von Francine Jordi müssen sich also auf eine Silvesternacht ohne ihre vertraute Stimme und ihr strahlendes Lächeln einstellen. Während die Suche nach einer Nachfolge läuft, bleibt die Erinnerung an die vergangenen Feste mit Jordi und die Neugier auf die zukünftigen Entwicklungen in ihrer beeindruckenden Karriere. Dieser Text wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz, KI, erstellt und von der Redaktion, Simon Küpper, bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.